Hi, mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Heute geht es um das Auslesen von Fehlern bei Autos. Und dazu nehmen wir das UTEN Fehler-, Lese- und Löschgerät. Ab geht's. Videocheck. Tut mir einen Gefallen, spart euch die dämlichen Kommentare von wegen, dazu braucht man so ein Gerät, das kostet 2000 Euro und keine Ahnung was. Das funktioniert mit solchen Geräten auch, die nicht so viel kosten. Das liegt jetzt rund bei 60, 70 Euro, je nachdem, wie viel Amazon gerade dafür haben möchte. Gucken wir mal kurz in die Schachtel, damit wir wissen, was hier abgeht. Und soll laut Hersteller natürlich auch kompatibel mit US-Fahrzeugen sein. Riesengroße Tasche auf jeden Fall. Und das könnte ein Handy aus der Steinzeit sein. Mit dabei ist ein USB auf Mini. USB-Stecker und so ein OBD2-Stecker. Den Stecker am Einstecken bei jedem Auto befindet er sich an einer anderen Stelle. Solltet ihr vielleicht einmal kurz googeln in der Bildersuche und dann seht ihr auch, wo das ganze Teil hier reinkommt. Bei Mercedes W203 ist das hier unten. Ganz wichtig, ihr könnt nicht alle Fehler löschen. So ist das zumindest bei den üblichen OBD2-Steckern. Es gibt welche, die gehen per App. Es gibt noch kleine Geräte als solche hier und es können nicht alle Fehlercodes gelöscht werden, aber die meisten kann man wirklich löschen. Zumindest kann man schon mal sehen, was überhaupt mit dem Fahrzeug los ist. Und wir konnten bis jetzt jeden löschen. Es gibt wohl Sachen wie Sensoren oder Airbags, wo das von der Fachwerkstatt gemacht werden muss, beziehungsweise man wieder so ein spezielles Gerät braucht. Aber die meisten Daten kann man wirklich selber auslesen, ohne dass man viel Geld immer investieren muss, hinfahren muss. Vor allem, wenn man zu Hause eine kleine Werkstatt hat, ist sowas auf jeden Fall ideal. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ich habe das gerade schon angeschaltet, angesteckt und ich filme mal ganz kurz hier von innen mit der GoPro, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Und so sieht das Ganze aus. Gucken wir mal, haben wir ein Touch-Display? Nein, haben wir nicht. Das machen wir alles über die Tasten hier. Also wir können mit den Tasten hin und her stellen, auch immer gucken, was in Einstellungen drin steht. Sprache können wir einstellen, Maßeinheit, Beep finde ich vielleicht ganz sinnvoll. Dann können wir einen Geräte-Selbsttest machen, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Bildschirmtest, Schlüsseltest, LED-Test. Maßeinheiten sind hoffentlich metrisch. Gehen wir mal zuerst in die Diagnose rein. Und er fängt an, alles durchzusuchen. Und mal gucken, ob wir da schon mal so einen kleinen Fehler hier finden. Und wir sehen die aktuellen Codes. P2A00, Landersonde, Stromkreis, bla bla bla. Jetzt probieren wir mal Fehlercode löschen. Okay. Gucken wir noch mal ganz schnell durchs Menü. Also wir haben die Diagnose. Da checkt er alles durch im ganzen System. Dann können wir hier auch Codes nachsehen. Dann können wir die Historie ansehen, was hier genau passiert ist. Fehlercode zu suchen, Datensätze durchsehen, Standbild durchsehen und so weiter. Stellung hatten wir schon einmal durch. Dann können wir natürlich hier einmal Druckdaten, alles drucken. Und wir können das Ding quasi an den PC anschließen und das Ganze dann ausdrucken. Hier haben wir nochmal ein Hilfemenü, Tool, Informationen über OBD, über den Datensatz. Und dann haben wir hier nochmal Batterie prüfen, Batterie check. Wir haben jetzt 12,9 Volt, finde ich auf jeden Fall cool. Wir machen mal den Motor an, mal gucken, was er dann sagt. Also Zündung an, dann geht die Spannung schon mal runter. Machen wir den Motor an, dann sehen wir, dann wird es erstmal rot. Und da geht es wieder bergauf. Also das UTEN OBD2 Fehlerlesegerät ist auf jeden Fall top, kann man keinen Fehler mitmachen, ist sehr robust, perfekt für die kleine Werkstatt zu Hause. Besonders cool im Gegensatz zu den anderen Geräten finde ich auf jeden Fall, dass wir hier ein fettes Farbdisplay mit haben. Deutsche Menüführung, Anleitung und noch so kleine Features wie Batterie und so weiter kann man damit abchecken. Genauere Informationen findet ihr auf Amazon, der Link ist unten in der Infobox. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen über diesen OBD2-Stecker bzw. über das OBD2-Lese-Lösch-Fehler-Suchgerät. Also, bis dann. Euer Paul vom Videocheck. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo in der Box und dann sehen wir uns morgen wieder zum neuen Test hier auf Videocheck. Ciao.